Guck morgen Jungs und andere, die denken, dass Vapen so cool ist wie Zigaretten rauchen. Komm erstmal auf mein Level, Kollege. Oder bist du ja? Anyway, viel Spaß mit dem Video und wie immer Like und Abo und kommentieren, wie hübsch ich bin, damit ich keine Komplexe bekomme. Also, meine Damen und Herren, mal schauen, wie es heute uns erwarten wird. Let's go! Ich vergaß. Deutschrap. Geile Shit, Digga. Ja, das ging auch viel zu lang, nicht nur zu weit, Digga. Henry, habe ich einfach leicht braunhaarig diesmal gemacht. Moin. Officer. Ja, bitte. Ich glaube, Sie sind auch ohne Auto, so wie ich, oder? Einfach hier ein bisschen aufgeschmissen. Nee. Ich habe was ich Ihnen verkaufen kann, wenn Sie wollen. Ich brauche tatsächlich nichts. Kein Porsche? Nee. Alles klar. Porsche. Ja, jetzt auf einmal doch interessiert, ne? Was haben Sie denn für einen Porsche? Ja, eventuell habe ich einen Porsche. Ja, nee, was den verkaufe ich nicht. Brauchst du ja nicht. Porsche. Viel Spaß mit deinem. Verpissen Sie sich. Halt dein Maul. Verpissen Sie sich. Sie. Nee. Hey, das ist mir egal, ja. Schönen guten Tag. Ja. Oh, da ist er wieder. Dann wollte ich jetzt einen Porsche. Moin. Ja, was los? Hast du zufälligerweise noch einen zweiten von sowas? Oder nimm mal dein Handy raus, ne? Ja, dann. So, dann machst du mal den dicken Strich, dann machst du Bring Me Home. Oh, das hat mich jetzt umgebracht, was soll ich sagen? Okay, warte mal. Also Handy raus und dann? Du machst einen schrägen Bring Me Home. Alles zusammengeschrieben. Ah, genial, Digga. Oha, danke. Jeden Tag eine gute Tat. Moin, guten Tag. Was geht ab? Ich würde fragen, so, der eine hat Gummihandschuhe an, arbeitest du beim MD zufälligerweise? Nö. Ah, okay, einfach nur... Also, die MPD, ne? Kannst du einfach zum MD fahren, ne? Ergibt Sinn, ne? Ja. Alles klar, ich wusste nicht, dass du Aggressionsprobleme hast. Danke, dass du da warst, ne? Kannst auch wieder gehen und so. Ich weiß nicht, soll ich dir an deinen hässlichen Bart ziehen oder was? Verlangst du jetzt von mir? Warum bist du so wütend? Du willst an meinem Bart ziehen? Ja, soll ich an deinem hässlichen Bart ziehen? Du siehst nur aus, als hättest du einen Fetisch für Schmerzen oder sowas. Also ich an deiner Stelle würde jetzt lieber hier wegfahren, ja? Ja, okay, hast du recht. Recht. Versuch's. Ja, guck mal, wie du rennst. Große Worte für jemanden, der einfach nur... Oh! Okay, ich hör auf. Sorry. Er hat den falsch geschlagen. Nein, nicht mich. Hilfe, er hat eine Waffe. Komm her. Ah, wie macht er das? Ah, okay, hör auf, bitte. Warum ist das Spiel manchmal so unfair zu mir? Warum? Ey, Kollege, nein. Ey, sei ein Mann, 1 gegen 1, Faustkampf! Komm, sei ein Mann, 1 zu 1 gegen 1. Okay, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Okay, hat eine Waffe, okay. Mein Gott, dieses Spiel ist so dermaßen scheiße manchmal. Ping! Oh, einmal bitte die Hände hoch an die Wand stellen. Natürlich. Ich habe aus Notwehr geschossen. Der Typ hat auf mich eingeschlagen und hat nicht mehr aufgehört. Ich gebe doch einmal mit. Den bringen wir jetzt zum MD. Den anderen her bringen wir dann einmal zum PD. Achso, mich bringt man nur zum MD. Okay, ich habe keine. Wusstest du, dass die Schüsse von hier kommen, Alter? Wir waren auf der Brücke, wir haben es gesehen. Oh mein Gott. Habt ihr mich ge. Jungs, ich bin Batman. Hallo, Herr Dealer. Die Person müsste da einmal medizinisch behandelt werden. Das ist leider ein Opfer von einem gewaltsamen Eingriff, sage ich mal. Oh, Doktor. Mensch. Ein Moment, ich kann mich nicht bewegen. Weiß nicht, was haben Sie mir gegeben? Ist das noch das Betäubungsmittel? Okay. Ich sehe nicht richtig. Ich glaube, die Medikamente wirken noch sehr stark. Könnten Sie mich eventuell kurz rausführen? Natürlich. Sie sind ein kräftiger Mann. Natürlich. Ah, bin ich draußen? Okay, warte, ich glaube. Okay, ja, jetzt geht's wieder. Dankeschön, Doktor. Ich werde mir noch einen Snack holen vom Snackautomaten, wenn Sie verstehen. Oh ja. Entschuldigung, also ich konnte Sie gerade jetzt nicht komplett übersehen, aber Sie sind mir direkt ins Auge gestochen tatsächlich und ich habe wirklich noch nie einen so hübschen Menschen gesehen wie Sie. Ich wollte fragen, ob ich eventuell Ihre Nummer bekomme. Entschuldigung. Ich glaube, das sieht nicht so danach aus. Aber warum das denn? Ich glaube, versuch's mal im Würfelpack. Oha, ey. Also wenn Sie mich schon anfassen, dann bitte nur mit Genehmigung. Was soll denn die Scheiße? Hallo? Ich öffne dir hier mein Herz und alles, was du machst, ist mich wegtragen und sagen, das ist kein Datingplatz, Digga. Was ist denn das für ein Ding? Kannst du jetzt bitte das MD verlassen? Ja, nee. Was denkst du ja, wen du trägst hier alleine? Ich verlasse das MD, sonst würde ich das BD. Nö, du kannst mal aufhören, mich zu unterbrechen hier. Das ist scheiße, Digga. Das ist nicht nur unhöflich, sondern auch ziemlich menschlich gesehen abwertend. Ja, holen Sie das BD, Digga. Also, was sollen Sie machen? Dass ich hier mein Herz ausgeschüttet habe und Sie sagen dann, bitte geh. Ja, das ist immer noch kein Würfelpark. Ey, fass mich noch einmal an hier und ich trete dich. Kleiner Hund. Was denkst du, wen du trägst hier? Komm, ich zeig dir mal die Welt da draußen. Du steckst sowieso zu sehr da drin, ey. Ja, wissen Sie, ich habe ganz normal nach einer Nummer gefragt und werde direkt angefasst. Ja, aber jetzt habe ich ihn als Mensch ein bisschen besser kennengelernt und will gar nicht mehr. Ist ja widerlich. Ding. Ich hoffe, sie fühlen sich cool. Ganz genau, solche Menschen gehen mir wirklich auf den Sack. Aber gut, dann hat sich das geregelt, Officer. Dann werde ich einfach gehen, ne? Alles klar. Ja, Einen wunderschönen Tag noch. Schwarzkopf. Aber heute ist echt nicht mein Tag. Ich merke schon, heute wird mir nichts in den Schoß gelegt. Heute kriege ich beinharte Knochenarbeit. Scheiße, ist das hell. Mach mal Fernlicht aus, Digga. Junge, mein Fernlicht bleibt bei mir dran, wann ich will, okay? Digga, du kannst die Leute blenden und gefährdest den Straßenverkehr. Nerv mich nicht, verdammte Scheiße. Digga, ich zieh
mir gleich an deinem orangen Shirt, wenn du so weitermachst, möchte gern so ein Goku, Digga. Wollen die doch auf dem Boden liegst, du Wichser. Ah, du bist es schon wieder, Bushido, oder was? Ah, okay. Normal. Ey, wie bist du aus dem Knast gekommen? Okay, Bushido, warum du jetzt? Okay, okay, ich renne doch schon. Ich renne doch schon. Ah, f*** dich, du bist fett. Jungs, die sind übergewichtig und haben kein Meckes heute bekommen. Oh, fuck. Idiot. Es ist so nein. Oh Mann, also der Server ist so arsch, den hätte ich mir mal für irgendwann anders auf, Digga. Das ist einer der schlechtesten Server, die ich jemals hatte, ey. Hilfe, Hilfe. Na, Server neues Glück. Deutscher Roleplay. Bun clear. Vielleicht bin ich da dann bannt worden, hä? Huh? Ah ja, wer hat's verbisst, Jungs? Ich nicht. Augenschmaus sind rot, ich hab nur ein Arschloch. Oh ja, ich erinnere mich hieran. Das ist eine ganz schön dicke Karre, ist die deine? Ja. Yeah. Kann ich eventuell auch mein Ründchen damit fahren? Nein. Stagam, Bruder. Ja, okay. Nee, nicht du. Nee, nicht du. Doch ich. Nein, verpiss dich jetzt mal raus aus dem Auto. Ja, okay, komm. Ja, okay. Aber warte, ich will auch mitfahren. Steig dir jetzt aus, Dicker, oder? Hast du uns zum Würfelpark? Nein, steig aus jetzt. Ich glaube schon, dass du uns zum Würfelpark fährst. Am Arsch. Steig jetzt aus, sonst hast du eine Kugel in den Kopf. Der andere Kollege da hinten auch. Wow. Quatsch immer eure Base. Wollt ihr noch ein bisschen mitfahren? Kannst du noch ein bisschen mitfahren? Nehmen, oder? Ja, nein, ist so, doch, trotzdem auch nicht. Digga, du steigst jetzt aus, Digga. Du hast gleich eine scheiß Kugel in deinen Kopf, du Schwanz, Alter. Oha! Ja, das war aus Versehen. Muss man immer so. Okay, nee, jetzt reicht mir. Wow, 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 ansonsten warte ich in eine Viertelstunde. Ich bin Fukuhila. Warum hält er mich Fukuhila? Ich hab kein Fukuhila. Hey, Dick. Hey, du Fukuhila. Hallo? Kannst schnell machen, er wurde erschossen einfach. Nein, hab ich nicht. Hallo, scheiß Mutter, wo bist du? Hallo? What? Ich mag ihn nicht, ich will weg hier. Ich will einfach nur weg hier. Ich will hallo, Black Panther, hallo. Hallo, du Kokotte. Hallo, nicht aus dem Fenster gelassen, deinen Job machen. Hallo. Ich kann das nicht. Jungs, wenn ich noch ein paar Sekunden länger dort gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mir freiwillig wirklich Böses angetan hier. Also, das kann ja echt nicht wahr sein. Ich kann das alles nicht mehr. Ich mache einen neuen Server, neues Glück, ja. Oha? Ingeboy ist keine Einreise. Abgespaced. Roleplay. Boah, das ist so abgespaced. Beschissener Name jetzt schon. Oh, Musik, Musik. Es heißt jetzt schon schlaflos und ich weiß, dass es ein Deutschrap ist. Hundertprozentig. Gebt ihm Zeit, ja, das wird noch ein Deutschrap-Song, ich sag's euch. Hey, aber ich hab den deutschen Teil ausgelassen, hundertprozentig. Ich schwöre, Wallabila Henry Gurke. So, Sex, nein, danke, ich bleibe Virgin. Haare, ja, okay. Fukuhila gibt's anscheinend. Was auch immer das ist, ich will es. Nein. Wie geht's Ihnen so? Gut, und Ihnen? Also, Sie klingen mir, als hätten Sie einen gewaltigen Stock im Arsch. Sie haben einen Stock im Arsch, du kleiner. Boah, werd doch nicht wütend, ich sag doch nur ehrliche Meinung. Jetzt fahr mal ein, du kleiner. Bist schon mal, du kleiner. Willst du mir sagen, du bist gegen die Meinungsfreiheit? Ja, aber du willst hier auf den, du kleiner, obwohl du selber Ausländer bist. Hä? Ich hab gar nichts davon gesagt und kein Wort, dass du in diesem Satz gesagt hast, war wahr. Anyway, stirb von meinem Gucci-Drip. Kleiner Kariertschuh, ey. Und willst du von meiner Eiern? Ja, sprich noch einmal undeutlich und da siehst du schon, was passiert hier. Ah, okay, ihr wollt alle aus Maul, ich verstehe. Komm her. Du bist unter meinen Eiern, du Hund. Du bist unter meiner Würde, du Stück. Ja, boom, was soll ich dir sagen? Er hat's nicht geschafft. Das ist bei dir alles gut? 3, 4, 6 im Dingert, ole. Heilige Scheiße, ich glaube, da hat einer auf den Kopf bekommen. Das tut so. Oh, das tut wirklich weh. Kleiner Pisser. Wow! Geil! Das Server, scheiße. Ich glaube, ich warte kurz 8 Minuten, Jungs, okay? Oh, 15 Sekunden, okay, komm, die Watt. Kleiner Warwick wird jetzt ein bisschen. Ja, wird später. Irgendwas mehr schief laufen, Alter. Hey, genauso wie vorher, glaube ich. Oh ja, Uli, was hast denn du den Taser draußen? Yo. Ey, sind Sie ein Dealer? Sehe ich so aus? Digga, ich habe akuten Haarausfall, was willst du von mir? Nächste Flex zu meinen Kollegen sein. Ja, ich habe gar nichts gesagt zu ihm, außer dass ich akuten Haarausfall habe. Das ist kein Diss. Und was er von dir will, Junge? Er hat dich doch nur gefragt, Junge, du Homo. Digga, ich habe nur gesagt, ich habe akuten Haarausfall und ich verstehe einfach eindeutig nicht, was ihr wollt von mir. Junge, Homo, siehst du, dass du noch gewinnst? Digga, das ist MD, das gehört dir nicht. Junge, natürlich, ich bin ein Dealer, Junge, Homo. Ja, echt, merk mal. Richtig kranker MDler. War kurz weg, du kleiner Haarausfall. Mach mal dein Maul, du möchtest gerne MDler hier. Aua, was denkst denn du? Hier, ich hau deinen Kollegen aus dem Maul. Ey! Entschuldigung. Ja, ich hab dein Mate. Geh da rein. Ich hab den Random. Ah! Jungs, ich hab eine Geisel. Bitte, unterlassen Sie das, ja? Ich hab die Geisel geschlagen. Deine Haare sind die Geisel. Digga, das kann nicht wahr sein. Keine Ahnung, wir können ihn leider nicht hochholen. Klappt bei uns nicht. Ey, hör mal auf, Basti. Nein, er hat mich weggelegt. Ich hab das alles im Diemer benachrichtigt. Wir müssen ihn abziehen jetzt. Abziehen, Digga, ich hab $0 in der Tasche. Was will er von meinen Eiern, Digga? Och, Mann, ey. Nee, mit denen gebe ich mich jetzt nicht ab. Oh, Mann, was habe ich denn heute für ein Pech mit Menschen? Mal schauen, ob ich da nochmal drauf kann, ohne dass ich jetzt direkt tot bin. Und wenn ich jetzt direkt tot bin, dann lief ich direkt diesen Dreckserver. Ich verliere langsam meinen Verstand. Ich bin frei und ich lebe. Jo, sind wir eigentlich cool so, weil ich will jetzt keinen Stress und ich wollte nur fragen, ob du eventuell ein bisschen Money hast oder sowas. Schau mal auf deiner Karte und dann geh mal nach ganz rechts. Du meinst die Holzfarm? Ja, geh da in 15 Minuten aus 1 Million. Digga, mit so einem Geschäft gebe ich mich gar nicht ab. Ich habe starke Schmerzen, meine Scheiße wird mich selber ausmerzen.
Ah, kein gratis Auto, das ist doch alles scheiße. Ich krieg nicht mal einen Mietwagen mehr. Okay, dann muss ich halt zu Fuß rennen. Ich akzeptiere mein Schicksal, das ist fein. Kann man nochmal das Bild einfügen von dem Mann, der den Stein im Berg hochschleppt? Denn so fühle ich mich gerade. Ein Auto! Hallo? Ich wollte fragen eventuell, ob sie mir ein Auto leihen können. Ich sehe, dass sie sehr reich sind. Hat er mich gerade schwarz genannt? Bitte nehmen Sie sich das Leben hier, hier oder dort. Oh, hier sind sehr viele Autos. Das sieht zum Beispiel an. Nice. Ein gratis Auto. Ist hier irgendwie irgendwas, was mir den Weg versperrt war oder was? Ah, ist ja geil. Wow, wie interessant. Krass. Warum sollte ich mich eigentlich für die Karre entscheiden, wenn ich eventuell Lightning McQueen fahren kann? Das sind Fragen, die Henry Gurke sich früher stellen sollte. Und ich kann Lightning McQueen fahren. Geschwindigkeit. Mein Name ist Geschwindigkeit. Dadurch, dass er mich vorhin auf die Holzfarm ein bisschen aufmerksam gemacht hat, werde ich mal schauen, welche armen Seelen wirklich ihr Leben dort verschwenden. Und dann werde ich mal mit meinem geilen Wagen dort angeben. Moin. Ja? Verdient man hier so gut? Ja. Denkst du? Ja. Nee, ehrlich gesagt nicht so. Warum? Guck mal eure Karren an und jetzt guck mal meine an, Digga. Komplett kaputt, ey. Ja, ich muss auch sagen, also ihr seid wirklich alle Brokies, Digga, dass ihr solche Scheiße fährt und dann noch gleichzeitig so eine Kackarbeit machen müsst, ey. Auf dein Level möchte ich mich sowieso nicht gegeben. Ich wette, ich krieg sowieso nur von deinem Auto Augenkrebs, weil alles, was ich hier sehe, ist unter meinen Wert, weißt du? Natürlich. Da kommt ja schon der Nächste mit seinem Dreckswagen. Alles minderwertig. Ja. Ja, hat dich dein Abitur hier hingeführt? Red mal nicht so viel, mach schon mal. Ja, war ein Arbeitsunfall. Boah, du willst auch noch ein bisschen was, ne? So. Ja, Mann, weil... Warum fährst du Leute um, Digga? Oh nein, er hat seine Freunde geholt. Ja, ja, okay, Jungs. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann nicht vergessen, wie immer gerne ein Like und ein Abo dazulassen. Ich küsse euer Herz, ja. Mua. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart, wie die fucking Jesus-Boxes.